Liebe Mitglieder und Freunde unseres Club International, einmal mehr dürfen oder besser müssen wir Sie online und nicht live in unserer Mayerschen Villa begrüßen. Die Volksrepublik China, Partner, Wettbewerber, Rivale, ein Leipziger Blick auf die EU-China-Beziehung am Ende der deutschen Ratspräsidentschaft ist unsere heutige Sendung überschrieben. Zu diesem Vortrag und anschließendem Gespräch darf ich sehr herzlich unser Vorstandsmitglied, Frau Dr. Gabriele Goldfuß, sowie Frau Luerding-Lammel-Rath vor Ort im Club International begrüßen. Frau Dr. Goldfuß ist seit bald 20 Jahren die Leiterin des Referates für internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig. Sie ist das internationale Gesicht der Stadt, sei es in Frankreich, Israel, den USA oder anderen eng mit der Stadt kooperierenden Staaten und Städten. Jedoch ist sie als studierte Sinologin mit Studien in Tübingen, Paris und Peking, langjähriger Tätigkeit am Ostasiatischen Institut der Universität Leipzig, vielen Büchern und Veröffentlichungen über die chinesische Kultur und Politik, die China-Kennerin unserer Stadt. Bis heute engagiert sie sich intensiv am Konfuzius-Institut Leipzig und ist Mitherausgeberin des deutschsprachigen Konfuzius-Magazins. Umso mehr bedauert Frau Dr. Goldfuß es sicher, dass der EU-China-Gipfel unter der diesjährigen deutschen EU-Ratspräsidentschaft nicht wie geplant in Leipzig stattfinden konnte. Wir alle haben bereits Kanzlerin Merkel und Staatspräsident Xi Jinping vor unserem geistigen Auge in die alte Handelsbörse zu Leipzig eintreten sehen. Deshalb wollen wir heute am Ende der Ratspräsidentschaft Frau Dr. Goldfuß bitten, das Verhältnis der EU und China im Jahr der Pandemie und vielleicht eben auch darüber hinaus zu beleuchten. Anschließend an Ihrem Vortrag wird Frau Dr. Goldfuß dann in ein Gespräch mit Frau Luerding-Lammel-Rath eintreten. Frau Lammel-Rath stammt aus Shanghai. Sie ist Ökonomin mit Studium in Shanghai, Köln und Bonn. Seit ebenfalls bald 20 Jahren führt sie aus Leipzig heraus die Firma International China Projects und ist Vorsitzende des Deutsch-Chinesischen Freundschaftsvereins. Uns allen hat Frau Luerding-Lammel-Rath nicht zuletzt durch die jährliche Feier des chinesischen Neujahrsfestes die Kultur und die Wirtschaft ihrer Heimat nahegebracht. Herzlich willkommen, Frau Lammel-Rath. Wir freuen uns auf Ihren Austausch mit Frau Dr. Goldfuß. Bevor der Vortrag beginnt, darf ich in eigener Sache des Club International noch Folgendes mitteilen. Entsprechend der geltenden Verordnungen und Allgemeinverfügungen der Stadt Leipzig sowie dem Hygienekonzept unseres Clubs darf unsere Villa zu geschäftlichen Veranstaltungen gemietet werden. Machen Sie Gebrauch davon. Zu Weihnachten werden wir am 16. Dezember eine Online-Veranstaltung mit weihnachtlichem Charakter durchführen und freuen uns bereits auf Ihre rege Teilnahme. Seien Sie gespannt. Einzelheiten dieser Veranstaltung und aller weiteren Aktivitäten im Dezember entnehmen Sie bitte unserer Website oder den Nachrichten auf den sozialen Medien. Wir müssen hier, wie Sie alle, immer auch ein wenig improvisieren. Nun freue ich mich auf Ihre Ausführungen, liebe Gabriele Goldfuß. Ganz, ganz herzlichen Dank bereits im Vorgriff. So, ich denke, ich bin jetzt online. Gut, dann freue ich mich. Herzlich Grüße nach Düsseldorf, lieber Detlef, und guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Clubs International. Eine Freude, heute Abend über einige Aspekte der Beziehungen zwischen Leipzig, Europa und der VR China zu sprechen. Ich kann kein umfassendes Bild geben. Ich werde sehr stark es aus meiner Leipziger Perspektive versuchen anzugehen. Ich danke auch Konrad Böhm, meinem Assistenten, der tapfer hier Fakten zugearbeitet und aufgearbeitet hat. Und wir sind der Meinung, dass das, was ich heute Abend sagen kann, doch aktuelle Fakten ganz gut abbildet. Wir sind international in stürmischen Zeiten, aber Unsicherheit bietet auch immer Chancen
Viele von Ihnen werden das Wirtschaften in vorhersehbareren Zeiten vielleicht aber doch vorziehen. Ich bin Sinologin, die beruflich international sehr viel unterwegs ist, und trotzdem kann ich Ihnen nicht genau sagen, wie es mit der EU und China weitergeht. Ich will einige Punkte aufzeigen des Verhältnisses und welche Chancen wir in Zukunft aus unserer Sicht auch von der Stadt Leipzig heraus haben können und nutzen sollten. Obwohl der EU-China-Gipfel nicht in Leipzig stattgefunden hat, China wird uns auch hier in Leipzig auf lange Sicht noch beschäftigen. Ein Investitionsabkommen mit China abzuschließen, war das zentrale Projekt während der EU-Ratspräsidentschaft. Es ist die zweite Ratspräsidentschaft der Kanzlerin Merkel. 2007 hat sie bereits einmal das Zepter in der Hand gehabt für ganz Europa. Damals war Dr. Steinmeier ihr Außenminister. Auch damals schon China durchaus im Blick, auch Leipzig sehr stark im Blick, ihre alte Universitätsstadt. Wir haben das große Ministerratstreffen zur Stadtentwicklung und Bau hier ausrichten dürfen und das Grundlagendokument für die europäische Stadtentwicklung hier grundgelegt, nämlich die sogenannte Leipzig-Charta, nach der Entwicklung ganz europaweit heutzutage durchgeführt wird. Genannt nun wieder der Ministerrat, auch der hätte live in Leipzig stattfinden sollen, ist leider Gottes jetzt auch online durchgeführt worden. Wir haben einen hervorragenden Film dafür von der Stadt Leipzig produzieren lassen, den werden wir gerne dem Club auch mal zur Verfügung stellen, denn es gibt eine neue Leipzig-Charta und Stadtentwicklung ist nicht nur in China, sondern eben auch in ganz Europa ein zentrales Thema, das uns alle beschäftigt. Die deutsche Ratspräsidentschaft reiht sich ein in ein Trio mit Portugal und Slowenien. Die Hauptthemen des Vorsitzes sind und noch bis Ende des Jahres der Zusammenhalt in Europa. Wie kann man ihn stärken und wie können wir unsere Wettbewerbsfähigkeit ausbauen? Natürlich ging es auch stark um den Brexit, der ja noch gemeistert werden muss. Und nicht zuletzt die Corona-Pandemie. Das war ursprünglich nicht geplant, aber dieses Projekt der Bewältigung von Corona hat uns jetzt alle fest im Griff. In diesem Jahr ist alles anders gekommen als geplant, nicht nur für die Ratspräsidentschaft. Und wir hatten eigentlich geplant, in Leipzig einen EU-China-Gipfel durchzuführen. Wir sind angefragt worden als Gastgeberstadt von der Bundesregierung. Es war der Wunsch der Kanzlerin Merkel, ihn hier auszurichten. Ich sagte schon, es ist ihre alte Alma Mater. Aber sie hatte doch auch, und das wurde mir mehrfach vom Auswärtigen Amt bestätigt, einen anderen Gedanken gehabt. Leipzig ist die Stadt der friedlichen Revolution. Es ist die Stadt, in der das Volk auf die Straße gegangen ist, um für einen friedlichen Wandel und einen politischen Systemwechsel zu demonstrieren. Wir hätten hier eine Chance gehabt, indem einfach dieser Gipfel in Leipzig stattgefunden hätte, ohne hier in schwierigen Hinterzimmergesprächen oder auf der Bühne weit vorne über dieses Thema der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit, der Rechtsstaatlichkeit zu sprechen, innerhalb von Leipzig zeigen können, wie diese Stadt zu dieser neuen Situation gekommen ist. Und persönlich hätte ich mich durchaus gefreut, mit dem ein oder anderen chinesischen Gast dann mal in die Nikolaikirche zu gehen, um hier das ein oder andere aus unserer Geschichte zu erklären. Die Stadt Leipzig hatte sozusagen die Gastgeberfunktion. Unsere Protokollabteilung war an vorderster Front involviert. Wir hatten verschiedene Arbeitsgruppen, auch eine zu China mit Frau Lammel-Rath zusammen, dem Konfuzius-Institut, der Investregion Leipzig, um auch für uns zu nutzen, dass so viele chinesische
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Leipzig kommen. Es war ja für Leipzig eine große Chance, insgesamt als Veranstaltungsort nach vorne zu kommen. Die Städte in der zweiten Reihe in Europa machen sich allesamt Gedanken, wie sie international deutlicher aufscheinen können. Unsere Partnerstadt Lyon ist jetzt ein großer Veranstaltungshub geworden. Barcelona nach den Olympischen Spielen hat sich durch Weltkonferenzen mittlerweile international einen großen Namen gemacht, und auch wir hätten neben unserer Funktion als Brückenstadt, glaube ich, diese Möglichkeit, eine Stadt für Großveranstaltungen zu werden, gut nutzen können. Und das waren also auch unsere Interessen. Ein großes Europafest auf dem Augustusplatz war geplant, parallel zur Eröffnung des der Gewandhaussaison. Und diese ganze Rahmenprogramm Choreografie haben wir unter der Leitung des Auswärtigen Amtes, des Bundeskanzleramtes und eben mit besonderem Augenmerk der Kanzlerin lange vorher schon durchgeführt. Aber nun ist es eben so nicht gekommen. Es hat ein Telefonat stattgefunden. Es hat eine Videokonferenz stattgefunden. Dazu komme ich gleich nochmal. Aber wie gesagt, dieser Gipfel ist für Leipzig so jetzt nicht mehr wiederholbar, glaube ich. Insgesamt ist es eine große Überraschung gewesen, dass es überhaupt zu einem solchen chinesisch-europäischen Gipfel kommen sollte. Schließlich bevorzugt China klar bilaterale Verhandlungen. Bis vor kurzem schien es, als würden sich einige EU-Staaten gut damit abfinden können, im kleineren Rahmen mit China zu verhandeln. Auch die 17+1-Initiative, bei der sich China mit Ländern aus Mittel- und Osteuropa sowie dem Balkan trifft, sollte eher als Plattform für bilaterale Verträge betrachtet werden. Wie kommt es also, dass die verschiedenen Länder Europas sich hier zusammenraffen wollten? Es ist bestimmt eine gewisse Desillusion, was chinesische Versprechen angeht. So haben Projekte von China mit den besagten 17 Staaten aus Osteuropa und dem Balkan zwar auch Auslandsinvestitionen in die jeweiligen Länder gebracht, deren Handelsbilanz hat sich aber weiter zugunsten Chinas entwickelt. Tschechien ist hier ein interessantes Beispiel. Der tschechische Präsident Miloš Zeman hatte Anfang des Jahres eine Einladung zum 17+1-Gipfel in China ausgeschlagen. Als Begründung nannte er, dass von den seit Jahren versprochenen Investitionen aus China bisher nur ein Bruchteil tatsächlich in den Ländern Mittel- und Osteuropas angekommen ist. Ich versuche jetzt mal hier gerade im Bildschirm was Ihnen zu zeigen. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. So, hier nochmal die EU, unser Symbol, das ist das sogenannte Möbiusband, übrigens auch von einem Leipziger Mathematiker und Astronomen erfunden. Und das Investment von China. Sie sehen, die osteuropäischen Länder, da ist nicht sehr viel angekommen. Das Zentrum der Investitionen liegt in Großbritannien, Deutschland immer noch etwas rot, auch ein wichtiger Investitionspartner, dann Frankreich, Finnland, Italien. Aber eben diese osteuropäischen Länder hatten sich doch deutlich mehr davon versprochen. Und wenn Sie sehen, hier die in der zweiten Grafik auch nochmal, wie hier die Investitionen sowohl privat als auch der staatlichen Unternehmen in China nach unten gehen. So, jetzt würde ich das jetzt mal wieder runternehmen, stoppen. So. Was hier ersichtlich wird, ist, dass die Länder Zentral- und Osteuropas ihre Beziehung zu China vor allem an ihren eigenen nationalen Interessen ausrichten. Ganz offen wird versucht, China und die EU gegeneinander auszuspielen und ein Maximum für sich selber herauszusuchen. Dieses Thema Europa stärken, Europa wieder stark machen, was die Kanzlerin sehr stark in den Vordergrund gestellt hat, ist auch das Thema, das sie als Person, als Leitpolitikerin aus chinesischer Sicht
diese europäische Solidarität gegenüber China nicht nur was Menschenrechtsdiskurse angeht, sondern eben insbesondere auch eine gemeinsame Haltung in der Wirtschaftspolitik, dass sie das mit diesem Gipfel voranbringen wollte und im Zentrum der EU-Ratspräsidentschaft unter deutscher Führung eben auch lag. Die Chancen auf den Abschluss des Investitionsabkommens mit China bis zum Ende 2020 sind denkbar gering. Ich würde sagen, gleich null. Zum einen, weil durch die Pandemie viel politische Energie anderweitig gebunden wurde und weiterhin gebunden sein wird. Vor allem aber gibt es Faktoren in China, die die europäischen Investoren und Firmen in China benachteiligen und die sich durch die Pandemie noch verfestigt haben. In ihrer Ausgabe vom August bekräftigt das Parteisprachrohr Qiushi, dass die marxistische Wirtschaftstheorie Grundlage der chinesischen Wirtschaft sei. Damit zitiert sie genau den Xi Jinping, dem die EU Zugeständnisse abpressen will, die auf einen Rückzug des chinesischen Staates auf der Wirtschaft hinauslaufen. Ich zitiere mal Xi Jinping von 2015 bereits. Die Grundlage unserer politischen Ökonomie kann nur die marxistische Lehre politischer Ökonomie sein. Eine andere Theorie kommt nicht in Frage. Ich glaube, das sollten wir ernst nehmen. Selbst der Economist, Flaggschiff einer liberalen Wirtschaftsordnung, warnte kürzlich davor, leichtfertig zu meinen, der Staatskapitalismus in China sei zum Scheitern verurteilt. Die globale Pandemie hat diese Einstellung bei der chinesischen Führung eher noch verstärkt. Seit Mitte August hatte Xi bei Besuchen der wichtigsten Staatsunternehmen immer wieder betont, dass diese einen großen Beitrag zur Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft spielen werden, dass sie auch staatlich maximal unterstützt werden sollen. Damit wird eine Strategie wiederbelebt, die bereits bei der Bewältigung der Finanzkrise zum Einsatz gekommen ist. Damals wie heute scheint die chinesische Wirtschaft sehr schnell wieder auf die Beine zu kommen. Wir können also erwarten, dass Staatsunternehmen in China auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden. Hier auch wieder ganz kurz mal eine Statistik, wie Sie sehen, kurz mal im ersten Quartal runter mit dem Wirtschaftswachstum, jetzt schon wieder auf Wachstumskurs. Und auch was die Arbeitslosenquote angeht, genau dasselbe Bild, kurze Delle. Und wenn wir hier uns dunkelblau Deutschland sehen, dieses türkisfarben China, dann sehen wir, dass also Corona in China mittlerweile als überwunden gelten kann. Weiterhin gibt es die sogenannte Made-in-China-Strategie und die zivil-militärische Integration. Beides sind Strategien zur Förderung einheimischer Technologie, bei denen die Volksrepublik eigene Unternehmen vor ausländischer Konkurrenz abschirmt. Und da, wo China seinen Markt für ausländische Unternehmen öffnet, geschieht dies oft erst dann, wenn einheimische Unternehmen bereits eine starke Marktstellung erworben hat. Mastercard und Visa zum Beispiel können sich jetzt Hoffnung auf Marktzugang machen, aber der Onlinehandel wird schon zu 60% von Alipay und WeChat dominiert. Ob ausländische Zahlungsdienste hier noch im Wettbewerb wirklich etwas ausrichten können, wird sich zeigen. China wird jedoch bei allen Schwierigkeiten in Zukunft ein wichtiger Absatzmarkt bleiben. Seit der Finanzkrise hat sich das verfügbare Einkommen mehr als verdoppelt. Wenn es um die Bedürfnisse einer größer werdenden Mittelschicht geht, haben europäische Qualitätsunternehmen weiterhin Chancen auf steigende Absatzzahlen. Dennoch, mit der neuen Dual Circulation Strategy, Shuang Xun Huan Zhan Lue, werden ein Eckpfeiler in den Richtlinien des 14. Fünfjahresplans darstellen, will Beijing die neue Kaufkraft der, Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken. Will Beijing die neue Kaufkraft der chinesischen Bevölkerung einheimischen Produkten zugutekommen lassen. Dadurch soll die chinesische Industrie unabhängiger von der Wirtschaftslage im Ausland und geopolitischer Rivalität werden, wie diese sicherlich nicht ganz neue Strategie konform zu den Regeln der WHO umgesetzt werden soll, ist noch nicht ganz klar. Deswegen glaube ich, dass eine schnelle Einigung auf ein Investitionsabkommen vor enormen Hürden steht.
Was bedeutet dies nun für die EU? Das erklärte Ziel der EU ist Chancengleichheit, was Marktzugang und Investitionen anbelangt. Sollte ich mit meinen Vermutungen richtig liegen, wird die chinesische Seite dem nicht im gewünschten Umfang entgegenkommen, zumindest nicht gleich. Die EU wird daher in ihrem Binnenmarkt die Bedingungen für chinesische Investoren und Unternehmen anpassen. Dazu gehört die stärkere Beschränkung von Investitionen aus China, vor allem der staatlichen Unternehmen, aber auch höhere Ausgaben für Industriepolitik und die gezielte Förderung einheimischer Innovation. Deutschland und die EU haben in dieser Hinsicht in den letzten Jahren bereits erste Schritte unternommen und auch die kürzlich geschlossenen Freihandelsabkommen mit Japan in 2018 und Vietnam 2020, was auch sehr wichtig ist für unsere Leipziger und ostdeutsche Wirtschaft, denn hier gibt es sehr viele Verflechtungen mit Vietnam, können als Baustein angesehen werden. Soviel zur Seite der EU. Warum ist auch China bereit, sich auf Verhandlungen einzulassen? China lässt sich nicht wirklich in die Karten schauen. Das wird sie jetzt nicht erstaunen. Die USA spielen natürlich eine große Rolle. China kann sich keinen Handelskrieg auf zwei Fronten leisten. Viele in Europa haben große Hoffnungen auf ein koordiniertes Vorgehen mit den USA. Doch für Europa bietet ein solches Vorgehen neben Chancen auch beträchtliche Risiken. Durch eine aggressive Rhetorik von US-Außenminister Pompeo hat sich in China ein Konsens verfestigt. Man betrachtet die USA als eine sogenannte untergehende Supermacht und möchte mit allen Mitteln versucht, daran zu hindern, den Platz einzunehmen, den es aus eigener Sicht und aufgrund der Wirtschaftszahlen hat, nämlich die Nummer eins. Der Konfrontationskurs wird Präsident Biden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sofort unterbinden können, aber der Ton wird sich ändern und man wird versuchen, neue und andere Brücken zu bauen. Sollte sich die EU diesem Kurs anschließen, um gemeinsam noch mehr Druck auf China aufzubauen, wird dies eher aus unserer Sicht zu einer Art Trotzreaktion und nicht zur erhofften Marktöffnung führen, denn wir dürfen nicht vergessen, aus chinesischer Perspektive sind wir am Ende einer Periode der 100 Jahre der Erniedrigung aus der Zeit der Kolonialmächte 19. bis 20. Jahrhundert. Diese Idee, dass hier noch Geschichte wieder neu geschrieben werden muss, ist im Gedächtnis und im Bewusstsein jeder Chinesin und jeden Chinesen verankert. Und das ist etwas, was wir wissen müssen, dass wir hier auch eine ganz starke Emotionalität im Diskurs haben. Die strategische Unabhängigkeit der EU im Sinne der Sinatra-Doktrin, das habe ich auch erst gelernt, das ist I did it my way von Joseph Borrell, dem Außenbeauftragten der EU, könnte die VR China eher zu Zugeständnissen bewegen. Allerdings darf die EU sich auch nicht hinhalten lassen. Also wir müssen gemeinsam, wie die Kanzlerin sagt, Kurs halten und unsere Interessen klar formulieren. Es gibt viele dringende Angelegenheiten, die wir mit China klären müssen. Dass wir eine sinnvolle Klimapolitik weltweit nur mit China gemeinsam voranbringen können, ist bereits eine geläufige Floskel und bedarf keiner Erklärung. Aber mit den Herausforderungen der Pandemie scheint China eingegangene Verpflichtungen zum Klimaschutz erst einmal hintanzustellen. So hat die VR China allein in diesem Jahr bereits neue Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 40 Gigawatt bewilligt. Zum Vergleich, in Deutschland wurden 2019 45 Gigawatt aus Braun- und Steinkohle gewonnen. 8 Gigawatt übrigens auch die gesamte Leistung unserer AKWs in 2020. Darüber hinaus wird ein Viertel der weltweit entstehenden Kohlekraftwerke, also auch außerhalb von China, von chinesischen Institutionen und Firmen finanziert. Aber jetzt wieder die andere Seite von China. Sie sind auch der größte Installateur von erneuerbaren Energien. Und mit diesem komplexen Verhältnis müssen wir klarkommen. Xi Jinping hatte auf der UN-Vollversammlung im September angekündigt, dass China den Gipfel seines CO2-Ausstoßes bis 2030 hinter sich lassen möchte und bis 2060 CO2-neutral sein will.
Auch in den Zielvorgaben des neuen Fünfjahresplanes wurde dieses Ziel verankert. Noch wissen wir nicht, wie es geschehen soll. Die Ausarbeitung läuft, die Maßnahmen sollen konkretisiert werden. Und die EU sollte sich dabei als Kooperationspartner anbieten und gegebenenfalls auch einen Weg finden, China auf die Einhaltung der Versprechen zu drängen. Darüber hinaus haben sowohl China als auch die EU Interesse daran, dass die globale Wirtschaft nach Corona wieder in Schwung kommt. Am 15. November dieses Jahres wurde mit dem Freihandelsabkommen Regional Comprehensive Economic Partnership, das etwa 30% des weltweiten BIPs und ebenfalls 30% der Weltbevölkerung umfasst, der größte Wirtschaftsraum der Welt geschaffen. Da die Asien-Pazifik-Region ohnehin vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen ist, wird die Region in den nächsten Jahren ein wichtiger Motor der Weltwirtschaft sein. Eine wirtschaftsstarke Asien-Pazifik-Region bietet auch der EU neue Handelschancen. Gleichzeitig fürchten sich viele der Signatare des Abkommens auch vor einem zu starken Einfluss Chinas. Die EU wird deshalb versuchen, sich als verlässlicher Partner für diese Länder zu zeigen und intensiviert die Bemühungen um eigene Freihandelsabkommen mit Indonesien, Australien und Neuseeland zusätzlich zu den bereits erwähnten Abkommen mit Vietnam und Japan. Dem Beispiel Japan folgend will die EU ihre eigenen Werte und Interessen in der Region gegen China verteidigen und gleichzeitig offen sein für Kooperation, wo sich Interessen überschneiden. Ähnliches gilt übrigens für die Förderung von Entwicklungsländern. Nicht nur ist Kooperation mit China bei der Umstrukturierung der Schulden von Entwicklungsländern in Afrika und Südamerika gefragt. Nach der Pandemie werden außerdem viele Länder Probleme haben, Investitionen und Kredite zu bekommen. Dieses Thema können wir vielleicht später auch nochmal vertiefen. Im ersten Quartal 2020 hatte sich dieser Trend noch einmal verstärkt. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich China aus seiner Vision von Globalisierung, der sogenannten Belt and Road Initiative, zurückzieht. Die Belt and Road Initiative ist das Banner, unter welchem China seit 2013 seine Auslandsinvestitionen vermarktet, wobei die Sektoren Energie und Infrastruktur den größten Anteil stellen. Die strategischen Ziele der Initiative bleiben auch nach Corona bestehen. Dazu gehört vor allem der Abbau von Überkapazitäten und die internationalere Ausrichtung chinesischer Firmen. Dass die EU und die USA mit der Pandemiebewältigung beschäftigt sind, könnte China darüber hinaus nutzen, um seine globale Führungsrolle weiter zu zementieren. Es wird aber auch Veränderungen in der Schwerpunktsetzung der Belt and Road Initiative geben. Da die Freizügigkeit chinesischer Arbeiter, die ja überall diese Infrastrukturprojekte gerade auf der südlichen Hemisphäre vorantreiben, diese Freizügigkeit ist stark eingeschränkt. Bauprojekte sind daher schwer zu planen und zu realisieren. Deswegen treten jetzt andere Aspekte in den Vordergrund unter den Bannern der digitalen Seidenstraße und der Seidenstraße der Gesundheit wurde angekündigt, mehr Investitionen in Netzwerkausbau und die Verbesserung des Gesundheitswesens fließen zu lassen. Genau wie die vorherigen Investitionsschwerpunkte Energie und Infrastruktur haben Entwicklungsländer großes Interesse an Fortschritt in diesem Gebiet. Sowohl die EU als auch China werden vorerst Ressourcen für den Ausbau der einheimischen Wirtschaft bündeln. Es wäre also zum Wohle aller, die knapperen Mittel durch bessere Koordination effektiver einzusetzen. Jetzt wollte ich noch ganz kurz zwei Themen anteasern, aber wirklich nur kurz. Darüber hinaus ist China ein Innovationsstandort. Die Zahl der Patente, die in China beantragt und genehmigt werden, steigt rasant. Da hatte ich jetzt auch auf dem Bildschirm noch mal kurz, mal gucken, ob wir das jetzt hier, das war dieser Klimaausschuss, die Investitionen, die Patente hier nach der Region. Und in der Liste der Länder mit den erfolgreichsten Start-ups liegt China auf dem zweiten Platz. Und weltweit gibt es in China die meisten Absolventen in MINT-Fächern. Hier nochmal auch zum Beispiel, Sie können die unterschiedlichen wichtigen Länder sehen. Und Chinas Kurve zeigt auch hier stark nach oben.
Wir sollten versuchen, so viele Talente aus China wie möglich anzuwerben und hier in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Schon 2018 stellten chinesische Studierende mit 13% die Mehrheit der Auslandsstudierenden in Deutschland. Hier gäbe es Chancen, dem Fachkräftemangel, vor allem in Ingenieurberufen, entgegenzuwirken. Ich komme zum Schluss. Wie können wir als Leipziger nun die Frage beantworten, in welchen Aspekten China Rivale, Wettbewerber oder Partner ist? Auf der einen Seite gibt es Spannungen im Hinblick auf Handel, Investitionen und natürlich bei grundlegenden Werten. Leipzig hat sich in das Profil als Stadt der friedlichen Revolution investiert. Wir planen jetzt den Matthäikirchhof mit dem großen Zentrum für Menschenrechte und das wird weiterhin unsere Kernmarke bleiben. Deswegen wirklich schade, dass der Gipfel hier nicht stattgefunden hat. Wettbewerber ist China in wirtschaftlicher Hinsicht. Leipzig hat sich zu einem wichtigen Produktionsstandort der Autoindustrie entwickelt. China wird auch in Zukunft ein wesentlicher Absatzmarkt hierfür bleiben. Gleichzeitig nimmt die Konkurrenz aus China, vor allem was E-Mobilität angeht, stark zu. China profitiert hierbei von hohen Investitionen in Innovation und die Ausbildung von Fachkräften im MINT-Bereich. Wir sollten zusammen überlegen, wie wir noch mehr Talente nach Leipzig holen, an unsere Hochschulen, natürlich auch in ganz Sachsen und darüber hinaus, und wie diese Fachkräfte dann auch oder die Wissenschaftler hier sich investieren. Lord Ding, du wirst sicherlich einiges dazu sagen können, wie wir sie hier behalten können. Welches Klima braucht es? Welche Grundvoraussetzungen? Was kann Leipzig, was kann unsere Region hier auch bieten? Lebensqualität und ausgezeichnete Arbeitsbedingungen in unserer Region und in unserer Stadt sind wichtige Standortvorteile. Partner der EU ist China bei der Bekämpfung des Klimawandels und dem Neustart der Weltwirtschaft nach der Pandemie. Es wird in Zukunft äußerst wichtig sein, dass diese gemeinsamen Interessen zusammen angegangen werden. So lässt sich Vertrauen aufbauen, welches bei der Bewältigung der Konflikte gebraucht wird, die zweifellos mit der Neuorientierung der Beziehung der EU zu China aufkommen werden. Dies gilt genau auf kommunaler Ebene. Besonders im Bereich Kultur und Sport versucht Leipzig, Partnerschaft mit chinesischen Akteuren voranzutreiben. Wir unterstützen das Konfuzius-Institut in Leipzig und schauen aber auch auf die Finger. Wir sind mit RB Leipzig in Kontakt, die in den chinesischen Markt vordringen wollen. Und wir bringen unsere klassische Musik zu den Liebhabern der Musik in China. Auch der größte Musikmarkt der Welt liegt mittlerweile in China. Und so haben wir beispielsweise in Nanjing schon vor vielen Jahren ein kleines Bach-Zentrum eröffnet und unterstützen natürlich auch Gewandhausorchester Tomana bei ihren diesbezüglichen Aktivitäten. Wir versuchen deswegen, Spielräume offen zu halten, im Kontakt zu bleiben und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit zu signalisieren. Das ist es, was ich jetzt im Schnelldurchlauf in dieser halben Stunde mal zur Diskussion stellen möchte. Und ich glaube, liebe Lord Ding, du kannst jetzt vielleicht gleich im Anschluss noch mal aus deiner Perspektive als langjährige erfolgreiche Unternehmerin hier in Leipzig und aus Leipzig etwas dazu kommentieren und vielleicht auch noch mal ein paar Beispiele geben. Bitte, Lu. Ni hao, guten Abend. Erstmal herzlichen Dank für eine wunderschöne Ausführung aus Sicht der Stadt Leipzig, sowie vielen Dank für die Einladung an Bischof, Internationale Club International, sowie Ihre Vorstellung. Ja, ich würde Ihren Vortrag, Ihre Ausführung greifen zu Zusammenarbeit, zur Partnerschaft. China ist eine Herausforderung. China ist nicht mehr übersehen. China wächst. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in der Welt geworden. Und Chinesen sind ehrgeizig. Aber auf Arbeitsebene, auf Praxisebene, es läuft eine sehr gute Kooperation
auch jetzt in Pandemiezeit. Es gibt viele deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen, die in China ansässig sind und die das Geschäft langsam läuft oder die Investition von deutschen Unternehmen, auch Automobilindustrie, auch in E-Mobilität und Wasserstoffforschung, das läuft auch. Ja, natürlich als Pandemie-Erfahrung, was nicht zurzeit läuft, ist die gesamte Kommunikation mit China und die Partnerschaft beruht auf gegenseitig ins Augenschauen. B2B, das muss man dann entweder vor Ort in China passieren oder in Deutschland passieren oder in Leipzig passieren. Und das ist natürlich beschränkt. Und das heißt, wir müssen in diesem Bereich bei Kontaktanbahnung, bei gutem Gespräch, bei einer Zusammenarbeit, im Fall neue Projekte, das muss etwas Geduld haben. Chinesische Seite hoffen auch, Unternehmen hoffen auch, dass nächstes Jahr und dass dann wieder durch Impfungen und so weiter Pandemie beseitigt, dass wieder dann normale Geschäftsleben stattfindet, weil das ist wichtig, mit den chinesischen Unternehmen oder Partnern zusammenarbeiten, dass man immer sich trifft. Und man kann zwar natürlich durch Videokonferenz, durch Telefonat und viele Beziehungen pflegen, aber das Ergebnis, das Abschluss, man muss doch mal persönlich sehen. Und das ganz kurz. Ja, wenn ich das gleich mal ergänzen kann, liebe Lou, das muss ich unbedingt bestätigen. Also wir bekommen jetzt auch und auch die Investregion Leipzig beispielsweise, unsere Partner aus der Wirtschaftsförderung, schon sehr starke Signale von unseren ostasiatischen Partnern China, aber eben auch Vietnam, Korea, dass es Zeit wird, sich mal wieder persönlich zu begegnen. Also es gibt das heute auch bei einer Besprechung im Rathaus gesagt, klar, wir kämpfen jetzt hier mit der Pandemie, die neue Verfügung ist da und so weiter, aber es gibt eine große Ungleichzeitigkeit. Also in Ostasien, da schlägt das Pendel jetzt schon wieder ganz schön hoch aus und unsere Partner erwarten von uns, dass wir uns jetzt relativ schnell auch mal wieder sehen lassen. Zu uns kommen wollen sie jetzt noch nicht, aber dass wir irgendwie gucken, dass wir die Sache hier in den Griff kriegen, ja, und damit auch eine gewisse Managementfähigkeit zeigen. Das wird jetzt im Moment doch sehr stark verfolgt. Frau Rath, ich würde gerne da vielleicht mal einhaken in dem, was die Gabriele gerade gesagt hat. Herzlichen Dank für deinen Vortrag. Ist es tatsächlich so, wie man das Gefühl hat, dass insbesondere chinesische, sei es Staatsunternehmen, sei es auch Privatunternehmen, doch ihre Infrastruktur in der Welt, insbesondere aber jetzt in Europa zu sprechen, schon sehr viel stärker auch mit teilweise vor Ort Menschen, also mit Deutschen oder mit Italienern oder Franzosen strukturiert haben im Vergleich zu uns Deutschen? Weil als Beispiel heute am Tag, aber auch in den letzten 3, 4, 5 Wochen gab es mehrere chinesische Aufkäufe, Investitionen. Zum Beispiel hat heute ein chinesisches Unternehmen, die insolvente Marke, Modemarke Tom Tailor, eine langjährige deutsche Marke, erworben und führt sie auch fort. Ist das so richtig oder sehe ich das etwas verzerrt, weil ich jetzt eben in China nicht die Erfahrung habe? Oder gibt es auch schon sehr viel europäische, sagen wir mal, Stützpunkte, die unabhängig von der Pandemie doch arbeiten können im Moment? B2B. Doch, die bestehende Beziehungen funktioniert, wenn man die Beziehungen schon aufgebaut hat. Das ist sehr wichtig mit den Chinesen. Direkte Konflikte funktioniert nicht. Das heißt immer Beziehungen aufbauen,
aber da man sich langjährig kennen und dann kann man in dieser Zeit, Corona-Zeit, auch über konkrete Geschäfte sprechen. Ich meine, nur schwierig ist immer neue Projekte, neue Ideen, dass man mit den Geschäftspartner oder Partner suchen und dann strategisch planen, das wird schwierig. Das kann nicht durch jetzt dieser Long Distance und dann die Abschluss stattfinden. Aber wenn man sich schon kennt, das läuft auf Geschäftsebene, Arbeitsebene, Projektebene, das funktioniert gut. Und danke. Es ist sogar in China, ist in China sogar eine internationale Import-Expo in Shanghai live stattgefunden haben. Und Deutschland hat über 8000 Unternehmen in China ansässig. Alle Unternehmen in China, die nehmen auch daran teil. Das ist nicht online, sondern offline. Das ist B2B. Und das ist im November stattgefunden. Ja, ich möchte auch noch mal sagen, dass wir auch jetzt gerade vielleicht diese Zeit der beschränkten Reisemöglichkeiten auf alle Fälle auch nutzen sollten, um auch noch mal diese aktuelle Komplexität zu reflektieren. Und das ist beispielsweise auch unser Anliegen als Stadt Leipzig, erstens nochmal die Partnerschaften zu evaluieren, auch zu sehen, wo jetzt tatsächlich die Risiken sind. Ich habe vorhin schon mal gesagt, hier diese Möglichkeit Freihandelsabkommen mit Vietnam bietet natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Chance, auch nahe bei China erfolgreiches Business zu machen. Aber ich finde auch, dass wir gerade mit unseren lokalen chinesischen Communities einen neuen Dialog suchen sollten, weil hier sehr viel parallel voneinander läuft und auch die Möglichkeiten, die wir haben über ein Konfuzius-Institut vor Ort, das gibt es ja auch in Düsseldorf, in anderen europäischen Städten, egal wie stark man dahinter jetzt Instrumente der Softpower von China vermutet, sie sind dennoch Einstiegsmöglichkeiten in ein besseres Verständnis, ein besseres Wissen über China und wie auch immer wir in der Zukunft dann mit China weiter umgehen wollen. Wir brauchen tatsächlich auch mehr Kenntnisse über das Land und über die Mentalität, über kulturelle Hintergründe, um da auch als Partner ernst genommen zu werden. Ich glaube, das können wir uns auch langfristig jetzt nicht mehr leisten, mit Partnern Business machen zu wollen und gleichzeitig überhaupt keine Ahnung zu haben, wer da eigentlich vor uns sitzt. Und umgekehrt gibt es ein sehr hohes Wissen über das, was unsere Hintergründe sind. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig und sehr richtig. Und zwar Chinesen, wenn man Geschäfte mit China machen möchte, muss man Chinesen kennen, möchte man chinesische Geschichte kennen. Und in 36 die Strategie Sun Tzu sagt, wenn man bei einem Krieg, man muss deinen Gegner kennenlernen. Hm. Dann gewinnt man alle Schlachten. Eine moderne chinesische Kultur sagt, Geschäftskultur sagt, nur wenn man seine Partner kennt, gewinnt man alle Geschäfte. Das heißt, um einen Geschäftsabschluss zu machen, man muss sehr, sehr, sehr achten, Partner, Hintergrund. Das heißt, wir Europäer, wir Deutschen, wir müssen dann chinesische Kultur kennen und chinesische Geschichte kennen. Und auch chinesische Sprache etwas. Man muss es so nicht so perfekt sein wie du, Gabriele, aber etwas wie guten Tag und normaler Umgangssprache und das öffnen die Tür und das macht sehr gut Eindruck. Umgekehrt natürlich chinesische Partner müssen auch Europa kennenlernen, Deutschland kennenlernen und dass man in gleicher Augenhöhe und das Geschäft machen.
Aber Chinesen sind jetzt immer mehr Chinesen vor Pandemiezeit nach Europa, nach Deutschland zu kommen, nicht nur wegen Geschäfte, auch wegen Informationen austauschen, wie läuft Deutschland, wie läuft Europa, damit man in gleicher Augenhöhe kommunizieren können. Und das ist sehr wichtig. Ja, nichtsdestotrotz, Lu, müssen wir natürlich nochmal, was eine meiner Kernaussagen im Vortrag halt auch war, dass wir quasi als Europäer natürlich uns ganz klar dieser Rivalität sein müssen und dass die einzige Chance einer Antwort auf China eben die eigene auch Solidarität und das Zusammenhalten sein muss. Ich denke, Leipzig als Stadt, die zwischen Ost und West steht, die oftmals im europäischen Dialog, das hören wir immer wieder bei unseren Aktivitäten in Brüssel, auch im Rahmen von Eurocities, dem Europäischen Städtetag, wird wahrgenommen als eine der wenigen Städte, die so eine Art Brückenkompetenz halt auch hat und diese beiden immer noch nicht so richtig zusammengewachsenen, ehemals aber wirklich sehr gut gemeinsam funktionierenden Teile Europas, nämlich was ehemals auf der einen und auf der anderen Seite des Eisernen Vorhang war, ist, dass man die wieder zusammenbringt. Wir dürfen uns jetzt hier nicht auseinander dividieren lassen. Und die Kanzlerin hatte sich das wirklich vorgenommen, um das in ihrer Ratspräsidentschaft nochmal deutlich zu machen, dass wir nur, wenn wir mit einer Sprache sprechen und es ist ja leider nun schon mit dem Brexit ein ganz wichtiger und international extrem gut vernetzter und sehr präsenter Partner, nämlich Großbritannien, ausgetreten. Das ist sowieso für die EU jetzt erst nochmal eine ganz große Hausaufgabe, ohne Großbritannien als Weltplayer ernst genommen zu werden. Und wir haben hier große, große Sorge und bemühen uns natürlich auch regional und lokal, das unsere dazu zu tun. Beispielsweise jetzt auch gerade in der Pandemie werden wir morgen mal mit einer Hilfslieferung nach Polen gehen, obwohl die polnische Regierung ja eigentlich im Moment offensichtlich kaum irgendwas wissen möchte von irgendjemandem und auch keine Unterstützung annimmt. Aber wir müssen von unten herauf hier auch Europa zusammenhalten. Und nur dann können wir als gestärkter Kontinent gegenüber einerseits transatlantischen Ansprüchen, aber andererseits eben auch wirklich der Herausforderung, die China ist und bleibt, als System, als Wirtschaftsmacht und auch durch die schiere Größe, dass wir da eine Antwort auch drauf geben können. Ist dem so, liebe Gabriele? Die Zahlen sprechen ja etwas anderes. Wir haben 2019 ein deutsches Handelsvolumen vice versa mit China von 200 Milliarden gut erreicht. Mhm. Größte Handelsmacht, ein Handelsüberschuss zugunsten von China von ungefähr 15 Milliarden Euro 2019. Aber jetzt kommt's, diese 200 Milliarden vice versa China-Deutschland machen mehr als ein Drittel des gesamteuropäischen vice versa Handels mit China aus. Und wenn man dann den England noch abziehen würde, dann wäre es noch deutlich mehr. Das heißt, der Worte gut gewählt von der Kanzlerin und sicher auch der Wunsch und da. Aber es ist erschreckend, wenn man reinschaut, beispielsweise wie gering, du hast es am Anfang gesagt, noch die vice versa Transaktionen der ehemaligen Ostblockländer sind, aber auch schon Frankreich hinkt massiv zurück. Interessant eigentlich, weil es ja auch eigentlich alte asiatische Beziehungen gibt. Also das macht natürlich schon Sorgen. Und dann habe ich noch im Hinterkopf, vielleicht kann auch da Frau Lammel-Rath noch etwas dazu sagen, der vormalige Botschafter Xi Mingde war ja auch schon zu Gast im Club International und er hatte damals ziemlich klar formuliert, dass eigentlich Deutschland der Brückenkopf für das Handeln von China in der alten Welt, so nenne ich sie jetzt einmal, ist und die EU als Gebilde
nur so am Rande interessiert. Es sind jetzt zwei Fragen oder zwei Gedanken, aber das ist mir so ein bisschen im Hinterkopf. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir da schon Erfahrung haben, der ist ja noch nicht so lange da. Wie argumentiert da der neue Botschafter, wo kennen wir, hat man da schon Erfahrungen? Aber vielleicht mal zuerst, Frau Rath, schaffen wir das wirklich oder wie sehen Sie das? Kann Europa da wirklich mit einer Stimme sprechen? Ja, zuerst Deutschland. Und Chinesen, Deutschen genießen sehr, sehr, sehr gut Image in China. Das muss man sagen, diese Freundschaft ist schon seit lange. Und weil VW aus erste deutsche Automobilindustrie nach Shanghai gegangen. Seitdem pflegt Deutschland deutsche Ingenieure und auch Hochschulen, mittelständische Unternehmen seit peu à peu nach China. Das heißt, Deutschland genießt ein gutes Image. Und da auch Leipzig, die Chinesen wissen, Leipzig ist bekannt durch die damalige Handelsmessestadt. Natürlich auch jetzt durch die EU-China-Gipfel. Und dadurch ist Leipzig auch noch mehr bekannt in China. Und natürlich, Europa, Deutschland ist ein Mitglied von Europa. Und China, es gibt auch Organisationen, die mit der chinesischen Organisation mit Europa kommunizieren. Das heißt, Deutschland hat eine langjährige Beziehung mit China, hatte auch diese, wie heißt das denn, diese Pünktlichkeit und Fußball, das sind verschiedene positive Fakten, das sind bei chinesischer Bevölkerung sehr, sehr gut verankert. Und das ist eins. Natürlich, Deutschland ist ein Teil von Europa. Das heißt, die chinesische Seite haben auch Kommunikationspartner mit Europa zu tun. Natürlich, die Chinesen arbeiten auch mit Großbritannien, mit Frankreich, mit Italien. Aber wie gesagt, Deutschland, Leipzig ist in China, ist auch sehr wichtig. Und ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz ich lasse dich gleich noch mal zu Wort kommen, aber ich hatte ja zu Beginn meiner Ausführungen gesagt, dass China genau diese Strategie verfolgt, nämlich eigentlich hier die Länder auseinander zu dividieren. Und dieser EU-China-Gipfel, das ist auch eine Premiere in dieser Art gewesen. Und ich glaube, dass nur eben eine Politikerin, die auch gleichzeitig durch ihre sehr, sehr lange Amtszeit und durch die vielen Krisen, durch die sie schon gegangen ist und unser Land ja auch insgesamt gut gemanagt hat, das ist etwas, wo wir eben unbedingt diesen Zusammenhalt und dieses Europa nach vorne bringen müssen, um mit China auf einer Augenhöhe sprechen zu können. Denn wenn jedes Land einzeln agiert, dann sind wir alle kleine Fische. Und auch Deutschland ist ein kleiner Fisch immer noch, dann auch wenn wir vielleicht der Größte unter den kleinen Fischen sind. Und dieses Making Europe Stronger, was eben diese Grundidee der deutschen Ratspräsidentschaft ist, dass wir gemeinsam Stärke zeigen müssen und Stärke gewinnen müssen. Das ist eine Sprache, die ein Land wie China, was trotz aller Harmoniebedürftigkeit doch sehr klar strategisch agiert und ob das jetzt vom Schachbrett sozusagen, das chinesische Schach, das Weiqi, das Go, angefangen bis eben, du hast schon Sun Tzu zitiert, die Militärstrategie, die auch Menschen wie Mao Zedong ja extrem geprägt hat, das ist eigentlich auch die Sprache, mit der wir nach wie vor in ein kommunistisch, ein marxistisch geprägtes Land, was weiter nach vorne strebt, was wir entgegenhalten müssen. Und es geht nur in Stärke gemeinsam. Ja, liebe Gabriele, wenn ich auf die Uhr schaue, es ist wie im Flug vergangen sozusagen. Wir haben
mitgeteilt, dass wir sozusagen eine Stunde dieses Thema behandeln. Das ist ja fast ein Anteasern, wie man modern sagt. Und ich glaube, wir werden das im Club hoffentlich dann wieder vor Ort alle zusammen mit weiteren Gästen oder auch mit Diskussionen, vielleicht auch der neue Botschafter in Berlin. Wir werden schauen, dass wir Möglichkeiten finden. Und wir haben ja eben durch Frau Lodin Rammel-Rath auch eine wunderbare Botschafterin, die viele Kontakte hat. Also dieses Thema, das sollten wir wirklich sehr, sehr stark intensivieren. Ihr habt es gesagt, sprachliche Themen, kulturelle Themen. Heute ist ja, oder im Januar wurde ja auch das Bildungsnetzwerk China endlich gegründet durch einige Stiftungen, sodass die chinesische Sprache mehr in den Vordergrund kommt in Deutschland. Ja, das war wirklich ein wunderbarer Reigen. Liebe Frau Rammel-Rath, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre interne Kenntnis, die Sie, und Sie sind die prädestinierte Frau zusammen mit Ihrem Partner, Herrn Dr. Rath, der Menschen und Firmen von Leipzig nach China bringen kann und andersherum. Da werden wir weiter auf Sie vertrauen. Und ebenfalls, liebe Gabriele, du wirst deine ganzen Beziehungen sozusagen in der internationalen Seite in deinem Jubiläumsjahr dann als Chefin des Internationalen der Stadt Leipzig sicherlich auch intensivieren. Ich danke Ihnen und euch allen fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir haben über den Club und über Weihnachten und die Veranstaltungen, die noch kommen, English Lounge, haben wir auch live bald wieder. Schauen Sie ins Web, bleiben Sie uns gewogen und Sie sehen Ihr Club International. Er hat ganz interessante Mitglieder, aber er könnte auch noch interessantere und weitere Mitglieder zum Jahresanfang benötigen. Das wäre ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk, was Sie Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin oder einer Firma machen können. Herzlichen Dank noch einmal Ihnen, euch allen, insbesondere auch der Organisation, die dahinter steht. Herrn Böhm hast du schon genannt, Frau Stapper, Frau Melchert, alle sitzen im Hintergrund an den Geräten und haben das, glaube ich, wunderbar ausgesteuert. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Vielen Dank. Es hat sehr viel Freude gemacht. Alle sitzen übrigens in getrennten Räumen. Also wir sind hier sehr Corona-konform vorgegangen. Und wenn wir uns jetzt wieder bewegen, setzen wir unsere Masken auf. Ich wünsche Ihnen gesunde Tage, gesunden Advent. Und vielleicht sehen wir uns in diesem Format wieder hier im Club. Und ich glaube tatsächlich, der Club bietet die Chance, auch hier vor Ort nochmal diese Themen, das Transatlantische, das wir ja letzte Woche schon besprochen haben, China, nochmal enger zu diskutieren mit unserem Generalkonsulat, beispielsweise mit dem Konfuzius-Institut, mit der starken Universität. Also es gibt Möglichkeiten, diese Formate des Dialogs noch deutlicher nach vorne zu bringen. Deswegen auch von meiner Seite als Vorstandsmitglied nochmal die herzliche Einladung. Kommen Sie, nehmen Sie teil und lassen Sie uns gemeinsam nach neuen Wegen in die Zukunft schauen. Denn dafür ist so eine persönliche Begegnung immer noch der beste Ausgangspunkt. Alles Gute. Ich sage Danke.